Seit es der 1 gibt, nach der Ära Sean Simpson, ihrem bisherigen Assistent Colin Müller, löblicherweise die Chance, sich als Jungtrainer zu beweisen. Schon im zweiten Gegenwind aber verlässt die Vereinsführung den Mut und der Müller wird trotz 2-Jahres-Vertrag freigestellt. Aber auch sein Nachfolger Bengt Ake Gustafsson bringt dem ZSC nicht den grossen Erfolg. Neben verschiedenen Schweizer Spielern sind vor allem die neu verpflichteten Ausländer Duvi Westcott und Corey Murphy enttäuschend. Auch der 1200 NHL-Matcherfahrene Owen Nolan wird nicht zum erhofften grossen Glücksgriff. Die Mannschaft knurzt manches Spiel von sich her, sammelt aber immerhin so viele Punkte, dass die Playoffs schließlich problemlos erreicht werden. In den Playoffs selber verkaufen die Lions ihre Haut dann teuer und sind Kloten ebenbürtig, zum Teil sogar überlegen. Der Eindruck, mit dem sich der ZSC aus der Saison verabschiedet, ist gut. Und trotzdem kann er eine insgesamt enttäuschende Meisterschaft nicht vergessen machen.